Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech War 2 mit dem Sandro. Hallo. Und der rennt gleich wieder weg. War ja klar, kann mich einfach nicht leiden, der Typ. Nee, absolut der Typ, der kann mich absolut nicht leiden. Der Typ kann mich einfach nicht leiden. Genau, ich wollte mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Mike, was ich dich fragen wollte, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wie baut man denn diese Lampen? Welche? Die, was wir bei uns in der Base stehen haben, weil die würden sich ja bestimmt richtig geil machen. Das ist eine gute Frage. Wie habe ich die gebaut? Welchen? Ich muss das Rezept gucken. Ich weiß es echt nicht mehr. Also ich wüsste es jetzt auf der Schnelle gerade nicht mehr. So gucken, die heißen Golden Golden Lantern. Lantern. Ja. Glowstone. Ich glaube, die waren übelst easy, gell? Ja. So, jetzt machen wir mal unten weiter. Und zwar wollte ich noch die komplette Automatisierung machen. Die Hebel habe ich. Ach, die habe ich dabei. Gut. Hast du die Rezepte fürs Glas rausgetan? Nein. Ich wollte mir jetzt Glasscheiben bauen. Scheiben haben wir kein Rezept drin. So, die dürften jetzt alle losfeuern. Genau. So, und hier hinten kommt die automatische Erzverarbeitung hin. An diese Wand. Also hier kommt die Wand hin. Habe ich noch Kobbel bei? Ein bisschen. Okay. Dann jetzt muss ich überlegen, das Kabel kommt da so an. Hier ist die Wand. Das Kabel kommt da an. Ich würde sagen, wir machen. Ich muss nur überlegen, welche Höhe mache ich denn jetzt den Boden? Auch hier, oder? So, wir können Glasscheiben bauen. So, dann ist hier sozusagen der Unterbereich. Dann würde ich ja fast meinen, auf die Höhe. Ich brauche Kobbels. Ich muss die Wand halbwegs fertig machen, sonst kommt da nichts rum. Also Kobbel brauche ich nicht suchen, das ist eh das allererste. Davon haben wir am überviel, am überkrass mega meisten. Mit 3 Milliarden, Millionen. Wo ist mein Zauberstab? Da ist mein Zauberstab, wo ich aus dem Sack. Ja, ich habe meinen Zauberstab aus dem Säckle geholt. Das ist halt so. Tut mir leid. Gute Nacht, Sandro. Jo. Zu spät, ich bin schon wieder offen. Na komm jetzt. Und da 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 da. Das mit dem Bauen mit dem Stab konnte ich glaube ich immer besser. So. Dann kommt auf die Höhe. Das. Dann kommen nämlich hier die 1. Ich lasse ein bisschen Platz, einfach nur damit es mal nach was aussieht. Zumindest ein bisschen. Dann kommt da nämlich die hier dran. Gibt es eigentlich dafür. Boah. Ich mir das so angucke. Ich da rein jetzt. Ist der da? Ja. Dann ist da einer. Und da einer. Hier kommt der Hopper hin. Dahin und dahin. Müssen nämlich die Stromanschlüsse dran. Irgendwie müssen die ja Strom kriegen. Ha! Halt, ich fange von hinten an. Alles andere wäre blöd. Zack, 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 zack. Und zack. So. Und der ist da. Da dran. Wenn ich wieder zu viel abbaue mit meiner Hand hier, verbaue ich mich wieder. Die Powerhand ist Oh. einfach zu stark. Ja. Es ist einfach die starke Hand, ist halt so.
So, und Deckel drauf. So, die haben schon Strom. Sehr schön. Jetzt die weg. Weg. Macerator, wo habe ich ihn hingetan? Da. Die Maceratoren. Kommt nämlich einer dahin. Da noch einer. Und da noch einer. Jetzt hatte ich drei Hopper dabei. Genau. Da weg. Da weg. Und da weg. Wie viel habe ich denn drüben gehabt? Da hatte ich auch schon drei. Na, mal schauen, wie gut die laufen hier dann. Die sind für die automatische Brennung. Brennung der Erze. Jetzt muss ich überlegen. Also, wir brauchen ein paar Erze jetzt. Dazu erstmal aufräumen. Also, ich habe meine Liste mit den paar Erzen, die wir haben. Ohre. Iron. Dann raus kommt Ferris. Wie viel kriegt man denn an Ferris Ohr? Aluminium habe ich gar nicht drin. Kann man das maseratieren? Das Ferris Ohr. Da kriegt man nicht ganz so viel. Aber ich würde trotzdem sagen, Iron kommt nicht in den Pulverizer. Copper auch nicht. Tin auch nicht. Also Iron, Copper und Tin nehmen wir schon mal mit. Iron, Copper und Tin. Und Tin. Dann Silberohr brauchen wir. Das wird nicht pulverisiert. Needohr wird auch nicht. Das tun wir so vertüdeln. Aluminium muss ich testen. Habe ich gerade keinerlei Ahnung. Yellorium dürfte nichts rauskommen, genauso wie aus Uranium. Gold, Gold, Gold. Kommt aus Gold irgendwas raus? Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß nur, unbedingt Ferris Ore kommt. Auf jeden Fall in den Pulverizer. Ich glaube, das machen wir auch als einziges. Ja. Weil das, was nebenbei rauskommt, das hat eine relativ geringe Chance, dass da was rauskommt. Das lasse ich da. Oh, ey, kaum habe ich die Lichter hier weggemacht, spawnt ja schon der erste Zombie. Ma! Halt das mal mit doch wieder mit der Powerfaust. Lampe hin. Lampe hin. So, machen wir nochmal mit der Powerfaust hier. So. Sollte reichen. So, jetzt kommt die nämlich. Da habe ich die drei. Eins, zwei, drei. So, und zwar kommt da jetzt rein. Gold wird immer verarbeitet. Silber wird immer verarbeitet. Lithium wird immer verarbeitet. Iron. Chopper. Tin, Yellorium und Uranium. Uranium mache ich nur in dem einen, weil das ist relativ selten. Das Aluminium wollte ich nur testen. Da war was. Geht da. Kann man auch maceraten. Jetzt muss ich halt gucken, ob im Pulverizer irgendwas rauskommt. Ja. Aber das habe ich jetzt damit nein. Gold, Silber, Lead, Iron, Copper. Jetzt habe ich zweimal Copper, Tin und Yellorium. Und bitte stackweise. Habe ich das eingestellt da drüben? Ja, okay. Genau. Stackweise das Gold, Silber, das da, das da. Dester. 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 Jetzt bin ich am überlegen. Wegen was? Machen wir Gold da noch raus. Da kommen noch die zwei anderen, die habe ich total vergessen. Oh, habe ich die alle verarbeitet? Wer das, doof. Das hier. Ne, wie ist das? Adit?
Ist das nicht? Oder Ardite? Ardit? Adamantit? Gut, das habe ich alles schon verarbeitet. Ardit. Mist. Und wie ist das andere, das blaue? Kobalt. Habe ich auch schon alles verarbeitet. Ach Mann. Hätte ich mir aufheben sollen. Die müssen wir nach unten mit Neid tun. Scheiße. War ich wieder viel zu... Wo habe ich denn die ganzen Kabel schon wieder hin? Habe ich wieder... War ich wieder zu voreilig? Ach nee, da sind sie doch, die drei. Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe dann die 30 Kabel schon verballert, aber es waren 40. So, da kommt es dazwischen, da kommt es dazwischen. Und... Das Kabel kommt von da. Geht da hoch. Und da. Oh, jetzt gehen die schon los. Stimmt. Hehehe. Hehe. Da noch einer. Und da noch einer. Und jetzt. Import habe ich nur noch einen. Den kann ich aber schon mal setzen. So, der erste Import-Bus sitzt. Also die automatische Verarbeitung läuft wieder erstmal. Jo. Import. Da haben wir noch drei. Zwei brauche ich aber nur. So. Kling. Kling. Wie heiß sind die Öfen mittlerweile? 83%, das dürfte so schnell durchgehen. Daraus wird crushed? Wie wird das geschrieben? Okay, das hat sich ein bisschen verändert. Kann das nicht in den Iron Furnace? Induction Furnace? Was zur... Doch, geht doch. Funktioniert das Teil nicht? Probieren wir es mit dem Item Duct. Aber bin ich jetzt total bescheuert? Warum? Kann man ganz schnell sagen, es ist symmetrisch eigentlich schon, gell? Das weiß ich nicht, warte mal. Kurz, Item Duct. Und wie ist das andere noch? Servo. So, warte, ich komm. Ehrlich symmetrisch, nicht? Boah. Du kannst mir Fragen stellen, aber es sieht zumindest ziemlich symmetrisch aus, ja. Okay, das war nämlich jetzt gerade nur freie Schnauze. Sieht aber ziemlich symmetrisch zumindest aus. Ich wollte jetzt kein Spitzdach machen, das sieht scheiße aus. Deswegen ein bisschen abgeflacht. Hm. Nachts, Sandra. Welt, ich bin schon wieder offen. Halt, dazu brauche ich den Schraubenschlüssel, genau. Okay, damit geht's. Nein! Ah, shit! Ah! Was ist das denn? Ich hab wieder mit der Powerhand irgendwo hingeklickt. Und dann habe ich natürlich das Ding abgebaut, statt zu verbraten. Und noch ein Item-Duck dran. Da noch ein Item-Duck dran. Jetzt brauche ich auch wieder die Powerhand dahin und dahin. Was verarbeitet der da? Silber. Dass das zu crushed wird, wusste ich gar nicht. Der verarbeitet immer noch Gold. Er ist einfach zu schnell. Das Ding geht rein und ist durchgebrannt. Das ist so geil. Gott. Da kommt's wieder.
Ach ja, jetzt kann ich die Ohren wieder reinschmeißen. Oder ich bin jetzt eiskalt. Okay, das geht nicht. Geht aber schon da rein, oder? Ja. Gut. Wird das dann auch zu Crushed Uranium und wird dann da zu Lirialorium? Na? Go, zeig's mir. Crushed Uranium. Nein! Das, wieso geht das da nicht rein? Scheiße. Uranium muss ich da rausnehmen, okay. Gut zu wissen. Wie verarbeite ich denn bitte jetzt Uranium? Crushed Uranium Ore. Sandro. Doof, da müssen, ne? Da müssen wir das doch wieder pulverisen. Weil da kommt dann normaler Dust raus und wenn ich den vertüte, kommt. Aber das kann man doch auch automatisieren, nicht? Ja, das war ja vorher alles auch schon mal automatisiert. Aber hier mit den Dingen geht's halt etwas schneller. Wenn ich jetzt mal ein paar von den Dingern darüber tue, genau. Jetzt kann er wieder arbeiten gleich. Er ist doch noch dabei, oder? Ja. Jetzt kann ich schon mal ein paar Overclocker nehmen. Na toll. Ein Stack habe ich schon mal. Von den 155. Läuft. Ja. So, und da wollte ich jetzt... Und wir neid tun. Da können sogar mehr rein. Am Anfang sind zumindest 5 geplant. Oh, da kommen sogar mehr raus als nur 2, oder? Wie viel kommen da raus? 2, nee, doch passt. Die sind so und so overpowered schnell. Ach so, fuck, ich habe mich ja total verrechnet. Die brauchen ja überhaupt gar keine. Dann kann ich ja doch nochmal ein paar da rein tun. €2000, ja, komm. Geben wir mal richtig Gas an den Dingern. Zack, zack, dort. Jetzt will ich aber gar nicht die Energie wissen hier unten. Jetzt könnt ihr mal wieder richtig produzieren hier. Gib Gummi. Wie sieht's denn aus mit der Batterie? Wird die leer gezuzelt? Genau noch, ich bin gerade. Aber gut leer gezuzelt, ja. Nee, doch nicht. Ah, es ist an der Grenze. Aber die zweite Batterie? Ja, dafür? Ach, hier steht ja auch noch einer. Zweite Batterie bauen wir auch mal ein hier. So. Das dürfte alles aus sein, gell? Oh. Na gut, die Restenergie noch. Und die dahin. Schafft die sich... Oh ja, die ist noch aufgeladen, Gott. Die ziehen jetzt echt gut. Das sollte bei weitem schneller gehen als früher. Das Gute ist, wenn der dann hier voll ist, weil der zu schnell macerated, lager das ins zweite Teil und kann immer noch gleichzeitig mit rausgepumpt werden. Geil. Weil der Induction Furnace hat so 2 Slots da, da hat man es gerade gesehen. Hier, der ist schon soweit. Und zack, macht er einfach noch den zweiten Slot mit voll und dann kann er weiterarbeiten. Also wenn der Slot aber dann auch voll ist, dann läuft er über. Das ist ein Problem. Nö, dann macht halt der Macerator kurz eine Pause.
aber das geht relativ schnell bei dem. Ach, der ist ja noch nicht mal auf 100%, deswegen. Der ist noch nicht auf 100% Hitze, weil ich den vorhin aus Versehen abgebaut habe. No. So kann man es so beschleunigen. Ich muss es nur teilen. Zack, zack, zack. So geil. Ach, ich liebe IC2, das ist so geil. Das verarbeitet so schön schnell alles. Ach, das macht einfach Spaß. Zum Beispiel kann ich jetzt... Glas wolltest du vorhin haben, gell? Da haben wir immer ewig gewartet. Ja. Heißt, ich nehme jetzt einen Sand. Und ein Glas brauche ich. Weil es wird ja aus einem Sand wird ein Glas, aber... Stimmt, das mit dem Sand habe ich gar nicht mit bedacht. Ja, Sand können wir auch herstellen, also das ist alles kein Ding. Ach komm, los, da ist das eine Glas. So. Jetzt machen wir natürlich auch das Rezept draus. Clear. Aus einem Sand. Und ein Glas. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Ah, dass ich hier immer hängen bleibe. Nee, muss das Kabel irgendwo verstecken. So, und ich sag euch, jetzt kann ich Glas bestellen, das ist eine Freude. Es dürfte jetzt so schnell gehen. Glas. Und zwar... zwei Stacks, bitte. Was ist da los? Arbeiten die? Kriegt sie das? Nein? Was zur Hölle? Bild vielleicht noch irgendwas. Ah, ich bin da so blöd. Ja, ja, und zwar die Verbindung ganz im Lesesystem. Das dürften hier gleich... So, die Verbindung steht. Ja. Schafft das noch, oder? Ich mach mal die Bestellung weg. Und, hast du schon deine Flight Control ausprobiert? Yep. Glas abbrechen. Oh nein, die müssen weitermachen. Glas, das da. Hängt's gerade oder? Nee, bei mir nicht. Hä? Nee, geht eigentlich. Ach, das ist Clear Glass da. Das da. Da. Duck, duck, duck. Oh, wie schnell das hochzählt. Ja, durch den Ofen ist das schon richtig lustig. Ja, ja. Bist du mir gefallen, gehst schlafen? Ja, und dann machen wir gleich beim Schlafen gehen. Feierabend, weil wir haben schon wieder sehr viele Minuten. Hiermit sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.